jahrelang intensiv in einer politischen Jugendorganisation bei den Jungen Liberalen engagiert. Die Arbeit, die dort geleistet wird, ist ohne Zweifel von hoher Bedeutung und immenser Wichtigkeit. Dass sich nun der Bundestag mit dem Beschluss des Juso-Bundeskongresses befassen soll, ist aber doch schon ein bisschen viel des Guten. Nun, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD, ich will lieber gar nicht wissen, was die junge Alternative auf ihren Kongressen alles so beschließt. Offenbar jedenfalls Sprengstoff genug, um den Verfassungsschutz in einigen Ländern auf den Plan zu rufen. Aber nun zur inhaltlichen Fragestellung. Das Bundesverfassungsgericht hat wie folgt ausgeführt. Das sich im Mutterleib entwickelnde Leben steht als selbstständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung. Artikel 2 Absatz 2 Satz 1, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Die Schutzpflicht des Staates verbietet nicht nur unmittelbare staatliche Eingriffe in das sich entwickelnde Leben, sondern gebietet dem Staat auch, sich schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen. Die Forderung der Jusos ist mithin offensichtlich verfassungswidrig und dementsprechend eigentlich gar nicht diskussionswürdig. Im Übrigen wäre es zunächst einmal vornehmste Aufgabe der Jusos gewesen, ihre Mutterpartei anzutreiben. Liebe Jusos, mit etwas weniger radikalen Forderungen wäre es euch vielleicht auch gelungen, eure Mutterpartei davon zu überzeugen, bei 219a den Rücken gerade zu machen und sich nicht von der CDU ins Boxhorn jagen zu lassen. Der lang ersehnte GroKo-Kompromiss schafft nun leider nur eine Scheinlösung. Denn so falsch die Forderungen der Jusos sind, so wichtig ist es, dass Frauen ein umfassendes, sachliches, auch ärztliches Informationsangebot erhalten, wenn sie eine Abtreibung in Betracht ziehen. Denn bei dem ethisch so bedeutsamen Thema Abtreibung geht es gerade auch um das Thema Selbstbestimmungsrecht der Frau. Deutsche Frauen haben bereits in den 70er Jahren erstritten, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht in die Hände von Engelmacherinnen in Hinterzimmern gehören. Noch heute sind unter medizinisch schlechten Bedingungen durchgeführte Abbrüche eine der häufigsten Todesursachen für Frauen weltweit. Ich behaupte, keine Frau hat sich und wird sich jemals eine Entscheidung gegen das ungeborene Leben in ihrem Bauch leicht machen. Wenn wir eines nicht brauchen, liebe AfD, dann ist es die gesellschaftliche Rolle rückwärts, zurück ins Mittelalter. Es ist gut und wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der offen über Sexualität und auch Verhütung gesprochen wird, auch um einer späteren Abtreibung vorzubeugen. Da nutzt es nichts, sehr geehrte Damen und Herren von der AfD, dass Sie im Kampf gegen von Ihnen zu Wahlkampfzwecken erfundene angebliche Frühsexualisierung die frühzeitige Aufklärung unserer Kinder unterbinden wollen. Da nutzt es nichts, wenn Ihre Jugendorganisation seriöse Kampagnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Kondome zu benutzen, skandalisiert. Aber der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So war der Presseberichterstattung ja auch zu entnehmen, dass Frau von Storch die Wirksamkeit von Kondomen anzweifelt. Es fragt sich, ob sie eigentlich einen goldenen Aluhut dafür erhalten hat. Abschließend, in der ethisch bedeutsamen Abtreibungsthematik brauchen wir einen breit getragenen gesellschaftlichen Konsens. Da haben wir vom Regelungsbedarf um 219 abgesehen einen Konsens erreicht. Es braucht, und wir haben eine Lösung, die sowohl dem Lebensschutz als auch dem Selbstbestimmungsrecht gerecht wird. Aufgeregte Schaufensterdiskussionen, wie Sie sie hier heute veranstalten, nützen niemandem und werden dem Thema nicht gerecht. Nächster Redner ist Dr. Karl Lauterbach für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal
möchte ich auch feststellen, die Debatte, die wir hier führen, ist ein wichtiges ethisches Thema, aber die Sprache, in der sie geführt wird seitens der AfD, ist schockierend, nicht angemessen und ein Tiefpunkt der Debattenkultur, wie sie es erlebt. Sie werfen alles durcheinander. Sie machen keinen Unterschied zwischen einem Fötus, zwischen einem Baby und einem Kind. Sie machen keinen Unterschied. Bevor das Kind geboren ist, ist es ein Fötus. Es macht einen Unterschied, ob ein Kind abgetrieben wird oder ein Fötus. Und nicht jede Tötung ist ein Mord. Sie werfen alles, die Art und Weise, wie Sie die Debatte hier führen, vergiftet jede ethische Debatte, wie wir sie hier im Haus dringend benötigen. Ich weise auch ausdrücklich darauf hin, dass ausgerechnet die AfD sich darüber Sorgen macht, dass die Jusos noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das ist ein Hohn. Es hat doch keine Jugendorganisation des Parlaments hier mehr Probleme mit dem Grundgesetz als Ihre Jugendorganisation. Und der Hintergrund der Debatte ist doch der Paragraph 219a. Und beim Paragraphen 219a ist meine Position als Arzt ganz simpel. Selbstverständlich ist es richtig, dass wir als Ärzte über Eingriffe, die wir legal durchführen können, auch informieren dürfen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, eine Klarheit. Und es ist genauso selbstverständlich, dass wir für solche Eingriffe nicht werben dürfen. Wir dürfen für keinen unserer Eingriffe werben. Wir sind keine Kaufleute, wir sind Ärzte. Daher ist es auch falsch zu sagen, das ist eine Gewissensentscheidung. Ich brauche mein Gewissen nicht zu konsultieren, um zu wissen, dass ein legaler Eingriff durch einen Arzt auch der Information durch den Arzt bedarf. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und es ist daher auch ein guter Kompromiss, weil wir stellen somit die Informationen zur Verfügung. Wir stellen sie durch die Ärztekammer zur Verfügung und durch die Bundeszentrale gesundheitliche Aufklärung. Das heißt, das Informationsangebot wird besser. Das Ergebnis ist, wir haben dann mehr Information und keine Werbung. Das ist genau das, was wir benötigen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.